Hallo! Ich sitze auf unserer Hausbank. Der Wind kommt. Ich beobachte das Wetter. Und das Rumpeln, was im Hintergrund hört, das Gewitterrumpeln. Es geht der Wind und es tröpfelt. In der Nachbargemeinde Schütz schon, ist gerade ein Wolkenbruch. Wir werden sehen, was bei uns ist. Ich bin sehr gespannt. Habt einen schönen Tag dabei. Servus, bis der Woche gleich. Gut, dass wir Dachel haben. Jetzt schützt. Naja, nach Regen folgt auch Sonnenschein. Drum sitze ich hier so ganz allein. aber man hört es nur grumpfen. Wer weiß, was das soll. Wir werden sehen. Hallo, was war denn das vorhin für ein Wetter? Habt ihr es mitgekriegt? Und jetzt Sonne. Sonne, schwül, warm. Ja, ich bin anscheinend so die Wetterbotschafterin des Nudelnesterls. So ein Krampf. Aber wir reden jetzt in letzter Zeit ziemlich oft über das Wetter. Ihr habt es auch Bedarf, ich merke es in euch in den Nachrichten. Und ich finde es wahnsinnig toll. ich hätte euch was zum Zwang. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es gewusst habt, wir bieten ja ein Kärntl in der Flasche an. Schaut dann zum Beispiel so aus. Wir haben da so diese kleinen Flascherl und da sind Kärntl drin. Kärntl, sprich Nüsse, Kerne, Saaten. Heißt bei mir über Begriff Kärntl. Das sind jetzt zum Beispiel Pekannüsse. Tolles Glasl, kannst aufmachen, ausschütten, zumachen, wie man halt das bei einem Glasl so macht. Und vor allem, das Glasl hast du noch wieder zu verwenden. Das ist der Sinn eines Glases übrigens, dass man es aufschrauben kann, was rausnehmen und wieder zuschrauben. Reden wir nicht mehr drüber. Haselnüsse geschält, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen bei mir. Das sind so extrem tolle geschälte Haselnüsse. Die habe ich heute erst wieder abgefüllt. Außerdem haben wir mir dann auch perfekte Walnusshälften, schauen so aus. Und wir haben auch Cashewnüsse, Cashewkerne. Schauen so aus. Und alles jetzt so in der Flasche. Außerdem haben wir noch grüne Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Sesam haben wir noch. Jetzt muss ich spicken. Mandeln, genau. Also lauter Kerne, die wir letztendlich auch verarbeiten, die kommen bei uns auch gern in Flaschen und die könnt ihr nehmen für Brot, Smoothies, Müsli, einfach so zum Snacken, toll. Und zum Beispiel im Brot müssen es ja nicht immer nur Sonnenblumenkerne oder Leinsamen oder sowas sein. Es kann auch ruhig einmal Sesam sein oder eben Kürbiskerne. Ja gut, das ist eh noch eher gängiger. Aber wir wollen es denn einfach mal mit Pekannüsse, Walnüsse im Brot. Cashewnüsse sind auch gut, weil sie einfach ein bisschen einen weichen Biss haben. Manche Leute mögen gerne Mandeln rein. Ich persönlich mag es nicht so gerne rein. Und was ich aber auch nicht so gerne im Brot mag, sind Erdnüsse. Aber es kommt tatsächlich immer aufs Brot an. Ich kann es mir aber jetzt wieder vorstellen, wenn ihr sagt, ihr möchtet ein bisschen so ein orientalisch angehauchtes Brot oder einfach eins, wo ihr ja gerne Früchte reintut, dann kann man auch wieder ganz gut Mandeln oder Erdnuss rein tun. Also das steht euch natürlich frei und macht natürlich immer Sinn. Man kann die Nüsse ja sowieso zerkleinern oder eben im Ganzen rein oder grob zerknautschen. Jo, und das war's dann schon wieder mit der Kärntl-Brotkunde mit Eva. Für genauere Informationen schalten Sie bitte unter nudelnestal.de ein. Klicken Sie sich auf den Blog /Rezepte. Lesen Sie sich durch. Saugen Sie das Wissen auf. Bei riesigen Nebenwirkungen fragt es einfach mich. Oder lasst es auch bleiben. Je nachdem kommt auf die Frage drauf an. Im schlimmsten Fall muss ich leider weglaufen. Ich würde sagen, wir haben es schon wieder. Es ist noch 6. Ich stelle jetzt das Video noch online und dann
klang's ja schon wieder. Wir beenden wie immer mit einem Lied. Mit einem fröhlichen Nudelblues. Die besten Nudeln, das beste Pesto gibt's heute nur im Nudelnestel. Wuhu! Schubidu! Dupa 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 du du. Hallo, lieber YouTube-Besucher! Ich darf mich freuen, wenn du mir ein Abo da lässt oder wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Das darf mich narrisch freuen. Schönen Tag dir!